Wir alle leben im Zeitalter der Information. Wir sitzen an einem der schönsten Strände der Welt und haben nur einen Gedanken. Wo kann ich mein Modem anschließen? Alles, was wir tun, ist gespeichert. Irgendwo in einem komplexen Netzwerk an Informationen. Computer sind ihr Leben, oder? Das ideale Versteck. Computerexpertin Angela Bennett machte nur ihre Arbeit. Unerlaubter Zugriff, mein Gott. Als sie etwas entdeckte. Was ist das? Das sie niemals hätte sehen dürfen. Wie lange brauchen Sie, um sie aufzuspüren? Kommt darauf an, wie lange sie drin bleibt. Etwas, das weiterführte, als sie sich jemals vorstellen konnte. Sie sind Hacker und sie verursachen Chaos. Sie haben den Radarkontakt verloren. Nun. Erledigen Sie das. Manipulieren Sie Ihre Welt. Wir können die Realität hinbiegen, wie wir wollen. Dann sind Sie laut Computer der Kfz-Stelle Ruth Marx. Sie haben meine Daten manipuliert und meine Fingerabdrücke verändern Ihr Leben. Ich versteh's nicht, wieso ich? Und löschen Ihre Identität aus. Wir haben hier einen Haftbefehl für eine gewisse Ruth Marx. Ich bin Angela Bennett. Wir bekommen die Diskette und Sie bekommen Ihr Leben zurück. Sie hat die Beweise. Sie hat die Diskette kopiert. Cleveres Mädchen. Doch Sie haben die Macht. Sandra Bullock geht Ihnen in das Netz. Ein Film von Erwin Winkler.